müssten wir eigentlich genug Gold jetzt haben, ja. Kostet natürlich 3000. Lasst uns abhauen. Aber ich glaube, dass der es echt wert ist. Ich glaube, der ist es wert. Nicht, dass ich irgendwie blind jetzt in die falsche Richtung laufe, weil ohne die Map hätte ich auch keine Orientierung so wirklich, ne? Das ist recht schwer, wenn das so grafisch nicht ganz so gut ist, da eine gute Orientierung zu finden. Komm, hops, 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 hops. Wir müssen ja auch immer noch mal Ausschau halten nach Begleitern, ne, dass wir die einstellen. Heißen jetzt. Heißen wir mal jetzt, wie wir das finden müssen. Ausbilder, meine ich, ne? Und Verwalter, stimmt. Die beiden hätte ich gerne. Die beiden hätte ich gerne. Welchen Tag haben wir denn mittlerweile? Mit darauf müssen wir auch immer achten. Nicht, dass wir sonntags noch verpennen. Sieht zu aus. Und eine Stunde. Willkommen in der Gilde der Seele. Willenturm. Gerne die falschen noch ein bisschen hochmachen. Willkommen in der Gilde der Seele. Könnten wir eigentlich auch nochmal... Boah, da könnte aber der Heldenturm Buffett sein, ne? Ich kaufe mir das jetzt. Willkommen in der Gilde der Seele. Hätten wir auch noch den Experten finden können, vielleicht vor. Und gekauft. Gekauft, ist gekauft. Ich probier's gleich mal. Tada! Der Heldentuch-Bass ist da. Die Sachen kann ich alle verkaufen. Willkommen in der Gilde der Seele. Die verkaufen wir jetzt nochmal schnell und dann gehen wir eigentlich wieder zurück in die Höhle, würde ich sagen. Kann ich euch helfen? Inventar verkaufen. Nein. Das ist doch der falsche Mensch. Das ist noch zu dem hier. Darf ich helfen? Klar darfst du helfen. Oh. Jetzt aber. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, weiß nicht. Danke. Guten Tag. Danke, bis dann ist mir noch eingefallen. Ihr bringen wir nachher gar keine Wassermagie bei. Er hat das ja auch alles bekommen erstmal. Ganz nett, aber unnütz. Auch nur zum Verkaufen. Welche diese ganzen grünen Sachen, die will ich verkaufen, die brauche ich nicht so viele. Pilze können wir so 3, würde ich sagen, behalten. Rest weg. Obsidian weiß ich nicht genau, ob das nicht ein bisschen mehr wert ist. Wir davon nicht ein paar behalten sollten. Eigentlich brauchen wir von den Grünen fast gar nichts, ne? Das hier für den Trank Feenstaub. Okay, ist auch eine Zutat.
Hä? Was soll das denn sein? Hä? Ach da. Auch 6 davon. Davon könnten wir noch ein paar gebrauchen. Obwohl davon langt auch 4, denke ich mal. Der Rest kommt auch erstmal weg. Das ist wahrscheinlich recht viel wert. Das behalten wir. Machen wir unsere Tränke noch ein bisschen schöner sortiert. So. Und da unten den noch so hin. Aber natürlich farblich zusammen. Dahin, da. Nicht verjagen. Die ganzen Schriftrollen, ne? Das kann auch dahin, das kann erstmal dahin, übergangsmäßig. Der ist jetzt gerade ein bisschen über. Den kann sie auch erstmal behalten. Bis er den erkennen kann. Das Schwert können wir noch verkaufen. Sehr schön. Kann ich euch helfen? Da verkaufen. Upp, 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 upp. Hört sich zwar viel an, ist aber wahrscheinlich gar nicht so viel, was Vielen ich bekommen habe. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich denke eher nicht. Guten Tag. Darf ich helfen? Lass das kaufen. Also er hat nicht viele, also eigentlich gar keine guten Sachen, ne? Eigentlich kann ich alles ganz gut auf der Straße finden. Gute Kettenpanzer ist in Ordnung, ne? Aber sonst habe ich das auch alles schon gefunden. Mein alter Erzfeind, die Berge erklimmen. Muss auch immer noch mal schauen, ob wir nicht doch noch irgendwo hier Truhen finden. Die sind immer so unscheinbar auf der Karte oder generell in der Gegend. Die erkennst du immer gar nicht. Prüfung würde ich nicht schaffen. Bei der Heldentumbuff muss aber recht häufig nachgesetzt werden, ne? Da links gehen wir einfach mal unten den Weg. Ist immer ein bisschen schöner als durch das Gelände. Soll mich das jetzt beeindrucken? Genau deswegen. Scheiße. Müssen wir eigentlich nur auf dem Weg jetzt längs gehen bis zur Brücke. Das ist eine Brücke, wo wir gar nicht. Das wäre auf der gleichen Ebene wie wir. So viel Orientierung habe ich. Hier ist aber echt blöd, hochzukommen gerade. Komm. Jawoll. Mal schauen, wo wir jetzt schon waren. Ich meine, hier waren wir noch nicht. Ich hätte nur hier aus der Ecke das Gold genommen.
Und speichern könnten wir auch nochmal. Da. Da ist noch einer. Zwei. Stimmt, hier war der Rote. Mal schauen, was der genau kann. Auf jeden Fall ein König. Ah, unser Buff ist weg. Müssen wir neu setzen. Oh, der zieht auch ganz gut Mana, ne? Mana-Tränke doch nicht so ganz verkehrt, wenn wir davon noch ein paar mehr haben. Wo sind die denn da beschäftigt? Ach, die sind mit dem Blub beschäftigt, ja denn? Viel Spaß weiterhin mit dem Blub. Ich bin gar nicht da. Viel Spaß mit dem Blub. Kommt ihr da runter? Könnt ihr da runter? Ja. Aber wir müssen das magische Auge noch aktivieren. Sehen wir nicht genau, was hinter uns los ist. Bisher noch nicht. Bisher noch nicht viel. Ich hoffe, dass das Blub gewinnt. Aber es sieht nicht so aus. War das schon alles? Kann er uns da zumindest. Also kann der Schleim, ist es ein Schleim? Zumindest ja mal die anderen wegmachen. Hab's schon. Fallenden Schärfen klappt aber eigentlich auch ganz gut. Ganz nett, aber unnütz. Das brauchen wir nicht. Streitkolben kriegt sie. Die kann uns jetzt nochmal Segen buffen. Jo. Haben wir noch eine leere Flasche? Nee, schade. Henke müsste ich auch nochmal schauen. Da gab es auch irgendeinen Special-Trank, der ein bisschen das Alter verringert, meine ich. Aber dafür irgendwas anderes hochmacht. Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Den hab ich. Ja, ich lerne, ja. Hab's schon. Auch geklappt. Ganz nett, aber unnütz. Berserker, okay. Wem soll das denn nützen? Federfall. Wem soll das denn nützen? Gürtel brauchen wir nicht. Ist einfach nur ein Gürtel. Gürtel. Wo ist der Schleim? Ach, da ist der Schleim. Boah. Die hat uns aber ganz schön gut weggehauen jetzt. Das ist jetzt gar nicht so cool. Heilen. Die kann auch noch auf mich schießen. Oh, jetzt ist er tot. Ist sie tot? Den Schleim mag ich ja nicht so gerne, ne? Spiel laden. Haben wir zum Glück nur geplündert hier. Hab's schon. Wem soll das denn nützen? So, und da muss ich jetzt mal unbemerkt an dem vorbeigehen. Das nehmen, das nehmen. Das nehmen. Das nehmen. Das ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ist aber ein ganz guter Kratzer. Ist der Segen? Ist er nicht mehr da? Oh, wir müssen hier weg. Hier gehen wir erstmal weg. Ach ja. Müssen wir auch noch abbauen, ohne dass uns. Dass wir da drauf gehen. Von da kommen wir. Da müssen wir noch hin. Gehen wir erstmal jetzt ganz links. Da waren wir auch schon zum Teil, aber noch nicht ganz. Wenn ich mich recht entsinne.
ist denn hier? Ah, hier war der Schleim. Und hier waren wir aber noch nicht. Reste eines Tagebuchs. Knochen. Karten nehmen. Ach, das sind bestimmt die Karten und, den Typen haben wir jetzt gefunden, der die Karten doch verloren hatte. Hier. Oh, ist immer so lang, der Text. Reste eines Tagebuches. Längere Studien des Arkham-Mage-Spiels haben die folgenden Resultate ergeben. Auf welchem Wege man sich entscheidet, das Spiel zu gewinnen, sollte von den Siegbedingungen abhängen. Wenn man mit kleinen Türmen anfängt, hat man eine gute Chance, den Turm des Gegners zu zerstören. Wenn die Türme oder Mauern zu Beginn sehr hoch sind, sollte man sich auf die eigenen Türme konzentrieren. Wenn man mit hohen Türmen oder Mauern beginnt und das Ziel ein sehr hoher Turm ist, ist ein Sieg über die Ressourcen leichter erreichbar. Man sollte auch daran denken, dass sich rote Karten auf die Mauern beziehen, blaue Karten auf den Turm und grüne Karten auf die Offensive. Dies sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man darüber nachdenkt, ob man sich auf die Steinbrüche, die Magie oder die Kreaturen konzentriert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es in den Überlegungen der meisten Arkham-Mage-Spieler eine vorhaltende Tendenz gibt, die man gegen sie ausnutzen kann. Wenn man sie anfangen, blaue Karten auszuspielen, kann ihnen das zum Verhängnis werden. Okay. Ich hoffe, ich muss da nicht irgendwann mal spielen, ne? Ohne dass wir draufgegangen sind. Sehr, sehr gut. Eisenerz. Weiß gar nicht genau, wofür man das nachher braucht. Ist auch für Alchemie, ist aber eigentlich Eisen und Alchemie. Macht nicht so wirklich Sinn, oder? Huch. Hier ist nix. Hier hätte ich doch noch was erwartet. Da hätte ich dann noch gedacht, hier ist irgendwas. Ein Heldentum nachbufft mal, aber ich glaube, da haben wir nicht genug Mana für. Nee. Von hier kommen wir. Aber das muss ich doch noch irgendwie. Den Weg da muss ich doch noch irgendwie erkunden können. Ah, hier, guck mal. Den schaffen wir bestimmt, bevor der hier ist. Also locker, gehe ich von aus. Oh, was war das für ein Geräusch? Sich so nach Zauberer an. Was ist denn da hinten? Keine Ahnung. Was ist das denn alles? Hab's schon. Jawohl. Jetzt kommt er wieder meckert. Ganz nett, aber unnütz. Der violette Drang kann Gift heilen, okay. Ganz nett, aber unnütz. Ich glaube, er hat auch noch keinen Helm, ne? Doch, er hat schon einen Helm. Haben alle jetzt einen Helm? Aber sie hat den besten Helm, ne? Kriegst du den Helm? Nee. Hier den Helm. Damit du es verkaufen kannst. Ich weiß nicht, was kannst. Das ist. Das muss ich nochmal erkennen. Wem soll das denn nützen? Ihr nicht? Hier, er hat noch keinen Umhang. Aber er muss auch dringend Platte noch bekommen, ne? Dringend.
Ob sie denn wirklich so wertvoll ist? Kann's nicht. Weiß ich nicht, ne? Hab ja auch recht viel jetzt mittlerweile schon von. Federfall brauchen wir gar nicht. Das können wir verkaufen. Das habe ich selber. Rest behalten wir mal. Nochmal Spiele speichern. Sind das ein Fall oder was blitzt hier die ganze Zeit so? Hm? Oh, das sieht. Ah, die Truhen wieder. Muss ich dann mal schauen. Aber unnütz. Was welche Farbe noch war. Das habe ich nicht mehr auf Lager. Krummsäbel. 2D4, 3D4, also verkaufen wir das. Nee. Hätte mir vielleicht mal von mal ein Bild machen sollen oder so. Aber eigentlich müssten das immer in Notizen stehen. Da. Was haben wir schon das Feuer? Rote. Was hatten wir jetzt? Wir haben jetzt eine gelbe, eine violette und eine blaue. Suchen wir uns erstmal zu merken. Also. Charisma, also sie blau. Gelb, Geschick, also sie. Und eine Orange. Ne, Orange oder Violett? Also gelb kriegst du. Sie kriegt blau. Und violett stand da jetzt gar nicht, ne? Rot, orange, blau, grün, violett. Ich kann auch nicht weitergehen. Hm. Was ist jetzt violett nochmal gewesen? Was ist jetzt violett gewesen? Immer noch das Geräusch, ne? Was das wohl ist, müssen wir gleich nochmal herausfinden. Zaubertränke, Zubehör, Zaubersprüche, Schreien, Säulen. Ja, aber wo kriegt. Also wo kriegt man das jetzt raus? Steht hier irgendwo einer und versucht auf. Ach, da ist noch alles ein Schleim, ne? Zubehör vielleicht? Ist das da? Achso, das sind die Gegenstände. Aber hier habe ich ganz interessant zu Zaubertränke. Braucht man aber Expertenlevel für. Ah, guck mal. Und da kann ich denn. Großmeisterfähigkeit kann ich die guten Tränke herstellen nachher. Ist auch schon mal wichtig. Schrein. Wisst ihr was? Wir haben jetzt. Wir können ja Ausschlussverfahren machen. Also Ausdauer ist es nicht, Geschick ist es nicht. Charisma ist es nicht, Intelligenz. Stärke ist es auch nicht. Könnte es Glück sein, aber Glück ist, glaube ich, weiß. Was gibt's noch? Charisma, Glück, Geschick. Reaktion, das ist bestimmt eine Reaktion. Und Reaktion würde ich gerne auf ihn machen. Siehst du, Ausschlussverfahren ist ein sehr gutes Verfahren.
Blau müsste sie sein. Violett ist dann wieder er. Violett ist nochmal er. Und ich glaube, dann haben wir hier auch schon alles entdeckt, ne? Oh, das kleine... Was ist das denn? Wer hat das denn auf mich geschossen? Den nochmal aufnehmen. Oben ist noch eine Kugel. Guck was. Ohne magische Fähigkeiten. Hm. Aber noch keinen gefunden, wo irgendwie mal eine magische Fähigkeit ist oder so, ne? Den Schleim machen wir aber nicht. Weiß nicht, habe ich die Truhe schon aufgemacht? Ich glaube schon, ne? Hab ich noch nicht gehabt. Ist der hier fast rausgegangen? Vor dem müssen wir echt abhauen. Töte uns nicht, töte uns nicht, töte uns nicht. Wie vor jemandem weglaufen, der auf einen schießt. Immer links und rechts. Kann er einen nicht treffen. Heilen. Noch ein Heal wäre noch ganz gut. Oder zumindest ist sie stirbt, wenn er getroffen wird. So, habe ich jetzt alles entdeckt. Ganz stark danach aus. Denke, ich habe hier alles. Die Quest müsste sich ja auch aktualisiert haben. Findet die verschollenen Orte der Meditation der Zwergespräche mit den Zwergen. Findet heraus, was Darons Bruder in den Schneegipfeln zugestoßen ist. Eigentlich müssten wir das jetzt wissen. Ich glaube, wenn wir jetzt zu dem einem zurückgehen, wo ich die Quest her habe. Ich hoffe, ich kann mich noch daran erinnern. Was tust du denn noch hier? War das schon alles? Jetzt haben wir aber alle weg. Wir trotzdem nochmal das magische Auge laufen lassen. Sicher ist sicher. Damit wir die Leute entdecken. Mit der Karte hier oben. Später kann man doch auch teleportieren, ne? Oh, darauf freue ich mich ja jetzt schon. Gut, wir gehen da längs, ein Dorf. Gehen wir wieder über den blöden Berg. Und dann sollten wir auch schon da sein. Dann können wir gleich auch mal gucken, ob ich noch irgendwas hier lernen kann an Expertenlevel. Dann müssen wir mal schauen. Irgendwas war da bestimmt noch. Komm hoch. Los, los, los. Ja, geschafft. Sehr schön. Immer auf Enter drücken, ne? Das ist schon so drinne. Ich meine, dass ich doch die Quest habe ich doch hier angenommen. Oh, da bin ich ja falsch vor. Reparieren, Experte, das müsstest du doch jetzt können schon, oder? Ja. Da. Erkennen, Experte? Haben wir schon. Müsste sie schon sein. Er ist auch der Erkennexperte. Aber ein von den Gebäuden war das, meine ich, mit dem... Das war er. Hier war das. Sehr sicher. Sehr sicher bin ich mir da. Welchen Rang habe ich? Bist du das doch... Ne, du bist doch da unter Magier. Ach, Feuermeister. Scheiße. Sehr schön. Tod? Oh nein. Aber das sind eindeutig seine Karten. Ich will sie nicht... Ihr könnt sie haben. Das Spiel hat mich schon genug gekostet.
Ach, armer Elrond, ich habe ein wenig Geld, das ich euch für eure Hilfe überlassen kann. Und danke, dass ihr herausgefunden habt, was Elrond passiert ist. Gar kein Problem, Daron. So, ich glaube, jetzt müssen wir schon mal bald die Gegend verlassen, ne? Machen wir Inventar nochmal leer. Der Topas kann noch weg. Die Karten behalten wir nochmal. Weiß ja nie, ob wir mal spielen müssen. Guten Tag, darf ich helfen? Säbel verkaufen wir. Horn. Hörnhelm? Okay, komischer Name. Kann ich ja gar nicht verkaufen. Danke. Bitte. Guten Tag. Danke, bis dann. Schwäche heilen. Kann er auch mal haben hier. So langsam hat er aber recht viele Tränke, ne? Lernen habe ich jetzt auch schon jedem beigebracht gehabt, ne? Meditation finde ich noch wichtig für unseren Magier. Willkommen in der Gilde der Seele. Netten Zauber? Nö, wahrscheinlich nicht. Das ist Feuer. Willkommen in der Feuergilde. Feuerstrahl, Feuerwirbel, Feuerball. Feuerdorn, Feuerfackellicht, Fackellicht. Eile. Verkürzt durch Zauber oder Waffen. Angriff bedingte Erholungszeit. Charakter werden noch nach Ende der Zauberdauer geschwächt. Der Zauber betrifft die gesamte Gruppe. Guter Zauber? Aber brauche ich eigentlich noch nicht. Willkommen in der Gilde des Geistes. Oh, ich werde ja Nervenschock, Geistresistenz, Sympathie. Nee, auch nichts Gutes dabei. Ist der Körper müssen wir auch gucken. Ich will noch guten Heilzauber eigentlich haben. Verletzen verursacht direkt magischen Schaden an den Opfer, okay. Hammerhand verbessert die Fähigkeit Kampfkunst. Aha. Den Zauber wollten wir uns noch holen. Nein, das habe ich jetzt gekauft. Oh. Oh, was habe ich denn jetzt gekauft? Naja. Okay. Oh, irgendwann hätte ich mir den eh gekauft. Ein neuer Zauber, perfekt. Ist schon guter, glaube ich. Versucht direkt magischen Schaden an dem Opfer. Der Schaden beträgt 8 Punkte. Plus 1 bis 2 Punkte pro Fähigkeitswert in Körpermagie. Okay. Willkommen in der Luftgilde. Federfall kennen wir. Funkflug auch nicht schlecht. Blitzstrahl auch nicht schlecht. Blitzstrahl, Federfall, Funkflug, magisches Auge. Ich glaube, ich kaufe mir auch nochmal Regeneration. Willkommen in der Körpergilde. Stimmt, das wollte ich machen, wenn wir Erkennexperte haben. Ich guck mal ganz kurz nach, wo der denn ist. Erkennen. Monster erkennen ist es nicht. Wollen den Schiff, Gegenstände erkennen. Nee, nicht erkennen. Handeln. Experte ist in Forest und Barrow Downs. Ah ja. Zwei Städte, wo wir wirklich gar nicht hin müssen.
Kundschafter, Spurensucher, Schmied, Rüstungsschmied, Flötenspieler, Schmied. Wenn wir nicht auch eine Wache mitnehmen? Die sind doch gar nicht so schwach, finde ich. So eine schöne Wache. Hätte doch was, mit der Wache rumzulaufen. Spurensucher. Nö. Nö. Warum blinkst du, weil du irgendwas Neues kennst? Eigentlich sind wir jetzt mit der Gegend erstmal durch. Wir müssen jetzt immer woanders hin. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch Proviant mit. Man weiß ja nie, hier ist noch recht günstig. Nur herein. Bitte sehr. Und dann mal schauen, wo wir hinreisen. Hallo, ihr wollt reisen? Forest müssen wir doch hin. Würde ich sagen, machen wir das. Oh, 42 Gold, ey, das ist aber auch teuer, ne? Und Spiel speichern. Ganz wichtig jetzt mal. Forest. Bestimmt eine Elfenstadt. Kann ich mir vorstellen. Ich finde ganz cool, dass es hier so mit dem Holz gebaut ist. Viel wollen wir uns hier eigentlich auch nicht befinden, finde ich. Da wir hier jetzt nicht groß hin müssen. Hier holen wir uns einfach nur Expertenlevel fürs Handeln. Mal gucken, wo wir da hin müssen. Kurz mal schauen. Sechster Sinn Experte. Wie weit sind wir mit Sechster Sinn? Wollten eh geguckt haben, ne? Was wir noch hochmachen könnten. Körpermagie haben wir noch nicht auf Experte. Das ist natürlich jetzt semi-gut. Wie weit ist sie mit Feuer? Oder er mit Feuer? Oh, auch bei 4. Das können wir hier aber machen. Und zwar soll das außerhalb sein. Wo sind wir denn? Wir sind, glaube ich, so. Also hier, irgendwo da. Denke ich. Denke, oder? Bauen sie aber auch. Nee. Nee. Karten muss man schon lesen können. Den nehmen wir mit. Und die Stelle müssen wir nochmal angucken hier. Da gibt es eigentlich immer Hufeisen. Bist du böse? Oh, und nach Begleitern können wir hier gucken. Nach Begleitern können wir gucken. Hier soll irgendwo einer sein. Feuermagie. Ja. Oh, 1000. Ja, und die Restlinge habe ich noch nicht so hoch, dass wir da. Luft habe ich noch nicht hoch genug. Müssen wir eigentlich jetzt nur noch hier erkennen. Feuer, Magie, Experte haben wir gemacht. Wasser. Meister Speer, nein. Meister Erdmagie, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Vielleicht auch unser Magier, würde ich sagen. Alchemistenladen. Oh, wo ist das denn? Großmeister, nein. Experte Luftbogie, Experte Kettenrüstung, Experte Bogen. Großmeister Leder. Oh, wir müssen auch immer noch Platte lernen für unseren Krieger. Experte Dolch. Da, Experte Händler. Da. Ist bei der 25, die 25.
Okay. Müssten von hier. Und dann soll das da sein. Kommen wir dann rauf. Ich muss hier mal rauf. Ich muss hier rauf. Ist nur ein Wächter. Ist auch nur ein Wächter. Wie gesagt, wir suchen immer noch Dorfbewohner. Ich würde gerne einen Elf als Bekleidung. Hat mega Stil, finde ich. Ein Seher. Kräuterkundiger. Windmeister. Oh. Hey, wie geht's? Trüger. Seher. Euer Gold ist bei uns sicher. Bank, warum ist das denn jetzt eine Bank? Das soll eigentlich hier der Typ sein. Der Stadtrat tagt gerade. Auch Kopfgeld. Da, dann muss das da aber sein, Händler. $2000, aber naja. Gut. Jetzt müssen wir aber... Es nützt ja nichts, wir müssen jetzt erstmal Aufgaben wieder machen. Lieber einen Zwischenspeicher gemacht. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Nicht, dass wir nachher hier nicht wegkommen oder so, wisst ihr? Hau ab. Vorübergehend. Nichts Festes. Springen. Der Stall, meine ich, ist hier unten am Wasser. Irgendwo hier soll, ist er doch, oder nicht? Ist das hier der Stall? Ja, das sieht gut aus. Hufeisen, nur eins? Ist doch Wucher. Das ist doch... Ah, zwei. Zwei, denn damit können wir leben. Drei. Jetzt geht's aber los. Aha. Und da können wir bestimmt nochmal Proviant mitnehmen. Nice. Was bist denn du? Ein Rüstschmied. Wassermeister? Mit Wassermeister kann man bestimmt übers Wasser laufen. Könnte ich mir vorstellen. So, wo wollen wir denn jetzt in das... Erichsa oder so. Und wir müssen noch schauen, ob wir irgendwas noch hoch können. Wir können Schwert noch hoch machen. Ah, okay. Aber noch haben wir eh kein Geld. Also müssen wir eh erstmal jetzt eine Aufgabe wieder machen. Mobs umhauen etc. Ist das dein Gang? Ja, da kommen wir ja her. Da wollen wir nicht hin. Tag. Ahoi! Willkommen an Bord! Müssen wir aber auch nicht hin. An welchen Tagen kommt man dann? Dahin, wo ich hin will? Erisa? Oder wie man es ausspricht? Ich hab keine Ahnung bei dem Namen manchmal, ne? Reisen. Da kommt man zu Fuß hin. Nicht von Forest, natürlich nicht. Kutschen. Man kommt da gar nicht hin von Forest. Welchen Tag haben wir eigentlich gerade? Samstag, denn es ist morgen Sonntag, dann machen wir erstmal die Arena.
Erstmal die Arena machen. Da haben wir auch wieder Geld. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Weil wir eh, denke ich mal, wenn wir bis morgen warten. Ah, sind wir erschöpft? Nein, sehr schön, sehr schön. Guten Tag. Ach, Arena kommt man nicht von überall hin, ne?